Aber es könnte sein, dass er im Stau steht. Hallo, meine lieben Deutschlerner, ich bin Marina. Willkommen zurück bei Perfektes Deutsch. Heute schauen wir uns die Modalverben auf einem höheren Niveau an. Los geht's! Die Modalverben kennt ihr auf jeden Fall. Müssen, können, dürfen, sollen, wollen und möchten. Und wir zählen auch das Modalverb mögen dazu. Heute geht es darum, wie wir Vermutungen in der Gegenwart oder die Gewissheit in der Gegenwart mit Hilfe von Modalverben ausdrücken können. Für dieses Prinzip gibt es vier Kategorien. Ich habe diese Kategorien mit Prozenten benannt, damit es euch leichter fällt, nachzuvollziehen, mit welcher Gewissheit man das sagen kann. Also, wenn ihr euch im Prinzip 100% sicher seid, dann benutzen wir das Modalverb müssen. Er muss gleich kommen. Ich weiß es. Wir haben einen Termin und ich weiß, dass er zuverlässig ist und immer kommt. Er muss gleich kommen. Das kann der Bus sein oder der beste Freund oder mein Chef. Mein Handy muss doch hier irgendwo sein. Dann weiß ich auch, dass mein Handy in diesem Raum ist. Es wurde mir ja nicht gestohlen. Ich weiß nicht genau, wo es ist, aber ich weiß, dass es in diesem Raum ist. Mein Handy muss hier irgendwo sein. Kategorie 1 ist also die hundertprozentige Sicherheit. Und hierfür benutzen wir das Modalverb müssen. Die zweite Kategorie ist so vielleicht 85-80%. Ich weiß etwas mit großer Sicherheit, aber ich bin mir eben doch nicht 100% sicher. Es ist sehr wahrscheinlich. Da benutzen wir den Konjunktiv des Modalverbs müssen. Mein Handy müsste hier eigentlich irgendwo sein. Mein Test müsste eigentlich negativ sein, denn woher soll ich denn diese Krankheit bekommen, wenn ich immer zu Hause bin? Natürlich kann ich mir nicht 100% sicher sein. Meine Mama müsste eigentlich zu Hause sein. Ich weiß nicht. Warum geht sie denn nicht ans Telefon? Die dritte Kategorie ist vielleicht so 70-60%. Wir vermuten etwas. Oder etwas ist wahrscheinlich, dann benutzen wir das Modalverb dürfen im Konjunktiv. Der Bus dürfte jetzt eigentlich kommen, oder? Es ist doch schon 2:10. In den nächsten Jahren dürfte sich das Klima auf unserer Erde erheblich ändern. Angela Merkel dürfte eigentlich mit sich zufrieden sein. Sie hat doch Großartiges geleistet in diesen 16 Jahren. Und die vierte Kategorie ist so 50-30%, wenn wir etwas ohne Überzeugung sagen. Wir denken, es ist vielleicht oder nur möglicherweise der Fall. Dann benutzen wir die Modalverben können oder können im Konjunktiv, also könnten, oder auch mögen. Er könnte im Stau stehen. Ich weiß nicht, warum er nicht kommt. Du könntest recht haben, aber eigentlich bin ich mir nicht sicher. Das Auto kann morgen vielleicht nicht mehr anspringen. Also, auch wenn ihr denkt, der Gebrauch von Modalverben gehört in die untere Stufe des Deutschlernens, also so A1 bis B1, nein, das stimmt nicht. Modalverben sind immer wichtig, auch in den höheren Stufen, und wir verwenden sie eben dann auch für Vermutungen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet etwas Neues lernen und ich freue mich über Beispielsätze in den Kommentaren. Aber achtet darauf, dass ihr wirklich Beispiele verwendet, in denen Vermutungen vorkommen. Mein heutiger lieber Gruß geht an Daniel Belmiro. Und ich freue mich, wenn wir uns in diesem Video gleich wiedersehen. Bis dann. Tschüss.